und wo geht's hin? Von Monterey nach Los Alamos. Und wie wir hierher gekommen sind, zeigen wir euch jetzt. Und willkommen zu einem neuen Vlog. Der Dennis packt noch das Auto ein, den Koffer, die Rucksäcke ins Auto und dann geht's los. Heute sind wir leider nicht auf dem Highway 1 unterwegs, sondern auf dem Highway 101 Richtung South. Und hier sieht es mal komplett anders aus als gestern. Können wir euch mal zeigen. Schaut mal. Ach so, und warum sind wir hier auf dem Highway 101 unterwegs? Und zwar, weil der Highway 1 wegen dem ganzen Erdrutschen, die da jetzt in der letzten Zeit waren, ist der gesperrt ab Gorda, heißt es, glaube ich, gell? Genau, Gorda. Deswegen müssen wir jetzt quasi von Monterey außenrum fahren, nicht am Meer entlang, sondern außenrum Richtung Santa Barbara. Zum 40 West für 22 Meilen folgen. Jetzt sind wir wieder auf dem Highway Number 1 und zwar Richtung Norden zu unserem ersten Stopp auf der Strecke. Wir sind jetzt an unserem ersten Stopp angekommen und zwar in San Simeon und hier soll es Seeelefanten heißen, die ja, Seeelefanten geben. Mal sehen, ob wir welche sehen. Guck mal, da liegt schon einer, ein Riesending. Hast du schon mal einen Seeelefant gesehen? Nee. Ich auch nicht. Aber sie sind ziemlich groß, wie ich es gerade gesehen habe. Und schwabbelig. Ja, richtig schwabbelig. Oh, besser aufpassen. Erster Stop, jetzt geht's weiter zu Pismobil. Wir waren jetzt gerade bei dem Monarch Butterflies, aber denen ist zu kalt und die wollen nicht mit uns spielen. Ja, die wollen im Baum chillen. Ich bin nämlich hier gerade im Monarch Butterfly Zeit, immer im Januar und Februar hier in Kalifornien.
Und da kommen die her zum Überwintern und die chillen dann hier auf den Bäumen. Aber die fangen an zum Fliegen erst ab 55 Fahrenheit. Und heute ist relativ kalt, nur 50 Fahrenheit, deswegen bleiben die im Bäumchen. Zufälligerweise ist in Los Alamos ein kleines Special, und zwar kann man hier in verschiedenen Restaurants für $20, was extrem günstig ist für Amerika, ein 3-Gänge-Menü genießen. Das testen wir doch jetzt gleich mal. Und schmeckt sehr lecker. Aber wen? Essen war top, oder was sagst du? Es war gigantomanisch! Gigantomanisch! Nee, Spaß, war echt richtig lecker. Und es war ein Farm-to-Table-Restaurant. Das heißt, alles, was hier in der Gegend angebaut wird, kommt direkt auf den Teller. Und schmeckt fantastico! Tortellino! Ja, es war ein bisschen wenig, hätte mehr sein können, oder? Aber war halt so ein fancy Restaurant mit Weintastings und der Wein war eigentlich auch lecker. So. Ich glaube nicht. Was laberst du eigentlich? Ich weiß es auch nicht. Ich muss mal irgendwas in die Kamera reinlabern, oder?